Geht's nach Ibiza? Auf geht's nach Ibiza. Kommt erstmal hier Enrico vorbei und holt uns ab, hier mal kurz das Auto hier besorgen. Komm mal gerne. Geht zur Unterkunft. Wie gesagt, ich komme nicht klar. Hier gibt es einfach so viel Hippie-Zeug. Das ist genau mein Ding. Ich komme echt nicht klar. Festgebissen! Was ist denn hier los? Wie geht's Ihnen, Frau Fähren? Und jetzt gehen wir ins Ushuaia. Das ist jetzt hier typisch Ibiza. Wir sind auf dem Ushuaia. 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 Und es ist mega, 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 mega geil. Und ich mag diese Mucke. Wer mag auch diese Mucke? Daumen hoch. Und? Hast du Bock? Sorry, aber ich weiß nicht, Alter. Das ist echt strange. Ich glaube, wir haben es einfach so reingelegt. Eigentlich essen wir keinen Fisch, aber wir probieren es jetzt mal hier irgendwie. Guten Morgen. Ein neuer Tag hier auf der Pizza. Arbeiten, aber jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Oh, wir haben schon fleißig was gearbeitet. Und jetzt werden wir die Insel erkunden. Hier ist so schön. Richtige Chill-Atmosphäre. Ich habe mir einen neuen Anhänger gekauft. Eigentlich für Schlüssel, aber ich glaube, das sieht hier auch ganz cool aus. Cool, aber das ist doch einfach Zeitvergeudung. Der ist so schön und deswegen möchte ich jetzt auch über ein Thema sprechen, was viele von euch wissen wollte. Und zwar, wieso ich bei Köln 50667 aufgehört habe. Ich bin ja jetzt ungefähr ein gutes Dreivierteljahr nicht mehr dabei. Ich habe entschieden, damals aufzuhören,
weil es einfach mehrere Gründe gab. Zum einen habe ich ja von Anfang an gedreht, also wirklich 4 ganze Jahre lang habe ich gedreht, fast jeden Tag. Und ich muss sagen, es war einer meiner schönsten Zeiten, wirklich. Die Leute dort sind super, super, super toll. Ich habe so viel Erfahrung gemacht. Nur irgendwann war ich einfach leer, ein bisschen wie ausgelaugt, weil man wirklich jeden Tag oder so gut wie jeden Tag viele, viele Stunden, viele verschiedene Emotionen spielen muss. Und dann bleiben nicht mehr viele Emotionen für einen selber übrig. Außerdem wollte ich auch einfach neue Erfahrungen machen. Ich wollte was Neues sehen. Denn wenn man jeden Tag dreht, dann kann man natürlich nicht irgendwo anders hin. Das hat mir zum einen auch irgendwie teilweise ein bisschen gefehlt. Und es gab noch einen dritten wichtigen Punkt, und zwar war das, dass ich gerade 18 geworden bin und für die Rolle angefragt worden bin. Also bin ich mit 18 alleine nach Köln gezogen und habe meine Schule abgebrochen, also mein Abitur. Ich hätte das in einem Jahr fertig gehabt. Und ich wollte, oder ich habe mir damals geschworen, ich hole das auf jeden Fall nach. Deswegen habe ich mein Fachabitur im Bereich Gestaltung die letzten 9 Monate nachgeholt. Also ich war jeden Tag bis 15 Uhr in der Schule. Aber ich habe ein Zeugnis, mit dem ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin. Darüber werde ich aber nochmal in meinem nächsten Video sprechen, wenn ich dann auch mein Zeugnis habe. Ja, und ansonsten bin ich jetzt einfach super, super glücklich, so wie es gerade ist. Und ich werde nicht zurückgehen, aber ich werde andere Sachen machen, weil ich mich jetzt einfach auf neue Sachen freue. Ich liebe es einfach, neue Sachen zu entdecken, neue Sachen auszuprobieren, kreativ zu sein. Und ich brauche auch einfach Zeit irgendwie für mich. Ansonsten danke natürlich an alle, die mich immer unterstützt haben. Wie gesagt, es war so eine tolle Zeit und ich denke immer schön zurück an alle, die irgendwie mit meiner Rolle immer mitgefiebert haben. Und ja, ich habe euch alle auf jeden Fall ganz doll lieb und ich weiß nicht, warum ich die Frage nie beantwortet habe. Es ist jetzt fast ein Jahr her, aber ich habe vielleicht auch einfach auf den richtigen Moment gewartet. Und jetzt hier mit diesem Hintergrund ist es einfach der richtige Moment. Es ist so schön und mir ist so heiß und ich schwitze. Ja, okay, ihr Lieben. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt mir eure Fragen in die Kommentare. Ich bin heute mal wieder sehr emotional, aber ich bin einfach super glücklich zurzeit, dass es so ist, wie es alles ist. Und jetzt werde ich den Ausblick genießen und mir ein Bierchen gönnen.